Willkommen im Waikiki Inn. Möchten Sie sich einchecken, Sir? Ben Franklin. Oh, ich gehe vor, Sir. Und ein kleines Frühstück gibt's von 7 bis 9 in der Tiki Lounge. Happy Hour ist von 5 bis 8 in der Tiki Lounge. Es gibt Mai Tai und Pina Colada zum halben. Geht es auch weniger festlich? Möchten Sie etwas trinken, Mr. Franklin? Ich würde sagen, ein Whisky. Ja, Sir. Mit Gott, verdammter Wichser. Okay. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman. Ja, da haben uns hier erstmal die Frauen eine richtig fett rein gepögelt verlassen. Feindliches Gebiet. Soll ich jetzt da irgendwie durchkommen oder? Ah, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bügeleise? Warum verkleiden? Als was denn? Oh, als Hitman? Ach, sehr gut. Was? Wer hat da geschossen? Ich muss die jetzt eliminieren. Okay. Sonne blendet mich ein wenig zu arg. Da unten blinkt was, da ist die eine. Und da hinten die andere. So, was ist hier? Nicht sehr viel. Das kann ich hier nicht mehr weg. Warum schießen die? Komm her! Was willst du? So. Jetzt kommst du erst mal her. So. Dann mache ich genau jetzt Zielfeuern. So. Eliminiert. Gebiet gesichert. Wie kann ich den nachladen? So glaub. So, erstmal verkleiden. Nö, schleppen will ich denn jetzt nicht. Und hier. Was hat die dabei? Oha, okay. Okay, das sind beide anscheinend gut. Oh. Da haben sie eine Frau umgebracht. Okay, da ist ein Kontrollpunkt. Ich
gehe mal lieber nochmal hoch. Denn ehrlich gesagt, so einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal zielen. So, eins, zwei, drei, vier und dahin. Ich habe hier eine tote Person. So. Gut. Und jetzt? Ich brauche hier Unterstützung. So. Ich glaube, ich gehe einfach mal nach unten. So mal zu schauen, was die hier alles haben. Ne, die will ich nicht. Jetzt will ich kurz gucken, was da hinten so blinkt. Verstärkung ist da. Oh, das freut mich aber. Was blinkt denn da so schön? Rattengift. Was? So. Hey, was ist da drüben los? Macht euch bereit, wir brauchen Unterstützung. Hier bahnt sich was an. Möglicherweise. Aufpassen. Wir haben hier Zentrale. Wir haben hier eine tote Person, aber hier drüben. So. Es müssen doch jetzt endlich mal Andi gewesen sein. So. Wo ist denn der Ausgang? Da drin? Oh, das habe ich doch schon. Bügeleisen und Flasche austauschen. Brauche ich nicht unbedingt. Oh, das brauche ich. Oh Gott! Das ist denn keiner von denen! Wie sind wir? Ach, egal. Wir müssen hier weg, okay? Ich hab gesehen, wie sie etwas aus ihrem Auto geholt haben. Sprengstoff, glaube ich. Und bleibt fest. Mach's abhauen, okay? Die gehen hier, bevor die sie finden. Ich muss hier weg. Ich kann hier nicht bleiben. So. Oh, ich habe fast kein Leben mehr. Das ist jetzt natürlich ein wenig scheiße. Wir haben ihn. Jetzt ist aber wirklich niemand mehr da. Komm schon, hier. Gib mir deine Muni. Ich kann keins mehr aufsammeln. Hier ist der Ausgang. So. Jawohl. Eingang gefunden. Jetzt muss ich wieder zwei töten. Ich mal Hilfe. Betreten. Keine Antwort. Funken Sie sie nochmal an.
Lizenzteam 1, bitte kommen. Ich gehe einfach mal hier rein. Bitte kommen. Over. Spähen. Bringt mir nichts. Kann ich das hier verlassen ohne Probleme? Okay. Okay, wo komme ich denn hier hin? Okay, da komme ich nach draußen. Was ich vielleicht nicht möchte. Und hier. Komme ich da hin? Wenn 47 da noch drin ist, haben wir das Überraschungsmoment verloren. Ich habe gesehen, was der Typ kann. Ich sage, wir legen Sprengsätze, blockieren alle Ausgänge, vergraben den Fixer aus dem Haufenschutz. Nur so kann ich es kriegen. Ja. Lass mal den Safe. Die ist garantiert als Erster da rein. Oh shit. Betreten. Bist du okay? Antworten. So. Zentrale, wir werden hier einzeln ausgeschaltet. Bitte um Anweisung. Negativ, keine Spur von dem Täter. So, nur die drei haben was mitbekommen. Und ich bin hier versteckt. Negativ, also wird es schwer, mich jetzt hier zu finden. Wird erledigt. So. Blinder Alarm, Jungs. Aber haltet die Augen offen. So, jetzt müssen die Gelben bloß noch weg, jawohl. Was geht da ab? Gebt mir Deckung, Leute. Okay, verlassen. Jetzt nehme ich den Schraubendreher. Und... erstmal mein Messer. So, und dann betrete ich da ja nochmal. Was? Okay. Ich brauche auf jeden Fall das hier. Nein, warum gehst du jetzt da wieder weg? Nein! Betreten. Okay, jetzt kennt ihr aber meine Uniform. Okay. Ihr wisst nicht, wo ich bin. Okay, das ist oft schon sehr... Dass die Leute nicht da reingucken, das ist schon ein bisschen komisch. Aber so ist Hitman. Nun mal. Sucht. Wo muss ich denn jetzt hin? Da rechts irgendwo. Okay, der verschwindet jetzt.
So. Aber sie wissen jetzt, wie ich aussehe. Warum Verstärkung ist da? Willst du mich verarschen? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, bitte, 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 bitte. Ja! Ja! Muss ich drei umbringen? Ja, an alle Einheiten. Wir haben Befehl, das Maisfeld zu durchsuchen. Jeweils zwei Mann gehen zusammen. Verteilt euch. Ober. Ein wenig lauter machen. Dann verstehe ich hier nichts. So. Die Helfer. Würde ich jetzt erstmal sagen, dass ich jetzt mich hier in das Maisfeld begebe. Geben Sie auf! An der Unterform stimmt doch was nicht. Alle? Wann? Alles klar, over. Ma'am, das Säuberungsteam hat gerade die Leichen von Team 1 gefunden. Das war ein Profi. Unsere Zielperson ist immer noch da draußen. Oh ja, das bin ich. Geben Sie auf, 47, Sie haben keine Chance. Was meinst du? So, warum ist... Oh, oh. So, also hier ist ein riesen Maisfeld, das wir begehen können. Das ist schon mal gut. Da hinten die ganzen Berge im Hintergrund. Finde ich auch sehr nice. Oh, hier ist ein Kontrollpunkt. Durchs Fenster klettern. Wieso sollte ich? Was gibt es hier? Radio? Hula-Mädchen. Ja, komm. Was ist das hier? Im Ernsthaft verkleiden? Hundeknochen? Ja, okay. Ich glaube, ich besser wie so ein Hula-Mädchen. So, jetzt schleiche ich mich mal hier entlang. Gott, wie soll ich denn da hinten hinkommen? Oh, du scheiß Handy, sei ruhig. Okay, da ist nun wieder einer. Muss jetzt irgendwie darüber kommen. Und das nicht ohne. So, geschafft. Was ist das da? Ich will mal kurz gucken, ob die da hingeht. Nein, geht sie nicht. Das ist nochmal ein Kontrollpunkt. Was? Ich will das Stromkabel... Oh, ich muss wieder zurück.
Warum konnte ich das Stromkabel nicht ziehen?